liebe Freunde, hi ihr bunten Menschen. Ich habe ein neues Format für euch, was ich euch gerne jetzt vorstellen würde. Und zwar ist es Let's Talk About. Und die Let's Talk About Videos werden Videos, in denen ich über Bücher rede, die ihr hoffentlich alle schon gelesen habt. Oder nicht alle, aber einige von euch. Und die Lust haben, mit mir ein bisschen zu diskutieren oder sich meine Meinung zu dem Gelesenen einmal anhören möchten. Ich würde mich über Feedback sehr freuen, ne? Deshalb mache ich das Ganze ja hier, um mich von euch inspirieren zu lassen, um mit euch in Austausch zu gehen. Und das wird also ein Spoiler-Video, meine Lieben. Und es geht heute um das Buch oder um die Bücher über Will und Layton von Colleen Hoover. Ich komme mal ein bisschen näher, dass ihr mich auch gut hört. Denn wenn das Licht schon nicht so gut ist, ab nächster Woche, ich verspreche euch, sind die Softboxen oder ist die Softbox wieder da. Und dann seht ihr mich auch ein bisschen besser. Ich glaube, es ist doch ein bisschen dunkel, trotz Tageslicht oder etwas Tageslicht. Denn ich habe auch keine Lust, dass die ganze Zeit hier Leute reingucken. Obwohl, es interessiert eigentlich eh keinen, ne? Aber das ist entspannter für mich, auf jeden Fall so zu drehen. Geht es in diesem Buch? Und in diesem Buch geht es in erster Linie natürlich um Will und Layton. Leute, ich bin besessen. Ich habe dieses Buch wirklich innerhalb von 4 Tagen durchgelesen. Es hat über 800 Seiten. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber für eine Liebesgeschichte, an die ich irgendwie gar keine Erwartungen hatte. Ich wollte aber unbedingt mal was von Colleen Hoover lesen. Da habe ich mir gedacht, komm, wenn schon, gibst du dir die volle Packung. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, hätte ich nur das erste Buch mir ausgeliehen von den beiden, ich wäre auf Entzug gewesen und hätte eh sofort wieder den Weg zur Leihbücherei antreten müssen oder in die Bücherei. Denn eins steht fest, das wird nachgekauft, dieses Buch. Das muss in meinem Bücherregal stehen. Die Geschichte von Will und Layton muss in meinem Bücherregal stehen. Doch worum geht's? Wer es gelesen hat, weiß, es geht hier um Will, Layton, die Will kennenlernt im ersten Teil. Also wir kriegen das Ganze aus Laytons Sicht ja im ersten Teil geschildert. Und ja, sie zieht mit ihrem kleinen Bruder in eine neue Stadt mit ihrer Mutter. Und nachdem ihr Vater leider verstorben ist, weil sie da einen Neuanfang machen. Und die erste Begegnung ist schon, also ich finde erstmal Layton so sympathisch. Eine Frau, die sich so, oder ein Mädchen, eine junge Frau, die sich so rührend um ihren Bruder kümmert, ohne dass es so unauthentisch wirkt. Ich fand die einfach direkt sympathisch. Das wirkte, ja, das wirkte nicht gekünstelt, diese Figur. Und wie sie dann schon am Anfang mit ihm irgendwie Zombie-Spätchen macht und die Darth Vader-Hausschuhe anhat, fand ich einfach super. Und einfach ganz süß. Danke. Ich merke, Leute, jetzt wird es hier doch ein bisschen... Machen wir mal so. Das wird hier doch sonst ein bisschen dunkel. So, jetzt können wir es, glaube ich, besser sehen. Ich hoffe es zumindest. Ja, kann ich jetzt Aladdin durchgehen. Jetzt ist gut. Dann geht das Ganze ja ganz schnell, dass Will auftaucht auf der Bildfläche. Er wohnt gegenüber und sieht dieses Mädchen. Und man merkt, der sucht sofort Kontakt. Der ist sofort bei ihr, will ihr helfen, die Sachen auszupacken. Lädt sie auch direkt zum ersten Date ein. Und da dachte ich kurz... Oh, der geht aber ran. Ist das nicht ein bisschen unrealistisch? Also welcher Typ ist denn so nett und hilft direkt und lädt sie dann auch direkt auf so charmante Art und Weise zu einem Date ein? Da war ich erstmal so ein bisschen, oh, geht mir glaube ich zu schnell. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und dann fahren sie ja zusammen zu diesem Poetry Slam. Und Leute, für alle, die Poetry Slam leben, wie fandet ihr das? Ich fand die Texte in diesem Buch unglaublich toll. Die haben mich echt bewegt. Ich habe ja schon mal zwischen den Zeilen gelesen. Und da war ich ein bisschen enttäuscht von den Poetry-Texten. Aber es fanden auch viele ganz toll. Das war irgendwie nur meine Sicht der Dinge. Also, wenn ihr noch mehr so Bücher sucht, wo es um Poetry-Slammer geht und um eingeschriebene Texte, zwischen den Zeilen wäre eine Empfehlung von mir. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich es unten mal verlinken. Und ich fand das ganz süß. Und dann haben die sich ja auch sehr schnell geküsst. Und ich fand das dann irgendwie okay, wenn man sich darauf einlässt und sagt, stellt euch vor, ihr lernt diesen einen Menschen in eurem Leben kennen und ihr merkt ganz schnell, da stimmt die Chemie, wir fühlen uns wohl miteinander, dann ist das doch was ganz Rührendes und was ganz Bezauberndes und dann fand ich das auch wieder okay und konnte mich darauf einlassen. Meine Frage an euch, die erste, hat euch das gestört? Ging euch das zu schnell? Musstet ihr auch erstmal damit warm werden und Will besser kennenlernen, um dann zu sagen, okay, der ist einfach so, das ist ein lieber Kerl und wenn er jemanden gut findet, dann zeigt er das auch. Und ja, wie ging es euch damit?
Und dann gab es ja den ersten Kuss und wie er dann nochmal zurückfährt und dann zu ihr geht zur Tür und sagt, du siehst einfach toll aus und wieder fährt und sie dann so sprachlos da steht. Das fand ich einfach toll, das fand ich süß, das fand ich auch wieder bezaubernd. Dann kam es ja zum eigentlichen Problem, denn man kennt das, die lernen sich nicht einfach kennen, verlieben sich und sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Da muss ja noch ein bisschen was passieren und Laken erfährt ja dann, dass er Lehrer ist und fand ich auch gut gemacht. Ich fand auch, das war dann ein Konflikt, den konnte ich abkaufen, den konnte ich nachvollziehen, weil in manchen Büchern, jetzt nicht unbedingt nur New Adult, sondern in manchen Liebesromanen, denkt man ja auch, ach, stellt euch nicht so an, wo ist das Problem? Jetzt muss man irgendwie ein Problem erfinden, damit die beiden nicht direkt zusammenpassen. Und da war es nachvollziehbar. Man hat Will einfach, wie ich finde, verstanden. Ging es euch da auch so? Ich habe Will verstanden, dass er seinen Beruf nicht aufs Spiel setzen möchte, denn er ist Lehrer, er darf natürlich nichts mit einer Schülerin anfangen und kümmert sich alleine um seinen Bruder, weil seine Eltern halt auch verstorben sind und hat da die Verantwortung, ihnen ein gutes Leben zu bieten. Und das hat Colleen Hoover für mich super gemacht, weil das war ein Punkt, okay, der kann nicht mit der zusammen sein, der tut jetzt nicht so und sie sagt auch nicht, oh, aber komm, sondern nein, da haben sich zwei reife junge Erwachsene gefunden und gesagt, okay, eigentlich dürfen wir es nicht. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und da fand ich Laken auch gut dargestellt, denn natürlich ist sie erst 18, ne? Und da hat man das auch teilweise dann gemerkt, dass sie bockig wurde, dass sie so ein bisschen patzig zu ihm war. Und das fand ich auch gut, das hat ihr Ecken und Kanten gegeben. Und nicht, ja, ich verstehe dich und wir dürfen unsere Liebe nicht ausleben. Nein, da ging es dann ein bisschen ab zwischen den beiden und das fand ich auch ganz gut gewählt. Und nicht so viel erzählen, aber das fand ich auch gut. Und dann haben die beiden sich natürlich verliebt letztendlich und dann hat das Ganze doch geklappt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, Will wurde mir wirklich erst sympathisch oder nicht wirklich erst sympathisch, aber noch sympathischer und ich konnte es noch besser, ich mach mal kurz das Städtchen schief. Und ich konnte ihn noch besser nachvollziehen im zweiten Teil. Dann begleitet Will Laken noch, während ihre Mutter ja stirbt. Natürlich denkt man sich, oh, Schicksalsschlag nach dem anderen, ne? Das ist ein bisschen viel. Erst stirbt Lakes Vater, dann sind die Eltern von Will sowieso schon tot und dann hat die Mutter vorher schon die Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Und denkt man sich, wow, natürlich viel Drama. Das ist erstmal, war das für mich auch ein bisschen viel. Ich dachte, oh, mega unrealistisch. Aber Leute, wie das Leben spielt, können wir denn sagen, dass es nicht vielleicht doch so sein könnte? Wir wünschen es natürlich niemandem. Und ich musste mich, habe einfach gesagt, ich schiebe das jetzt beiseite und lass mich auf die Geschichte ein und stell mir vor, dass es so ist. Und dann begleitet Will sie ja, oder noch während die Mutter dann stirbt, verbringen sie sehr viel Zeit zusammen. Und dann ist das Ende der Geschichte, dass die beiden einfach endlich ihre Liebe ausleben können. Dass Will sagt, ich studiere nochmal und sich beide dann, oder dass sie Laken sich dann auch um ihren Bruder kümmert. Der Bruder ist ja auch mit dem kleinen Bruder von Will gut befreundet. Das hat die auch immer zusammen verbunden. Und ich finde einfach, es ist toll, Will begleiten zu können, während er Texte schreibt, während er Texte vorträgt. Diese ganze Szene in diesem Poetry Slam Club hat mich total bewegt, weil ich die Texte authentisch fand. Ich hatte nicht das Gefühl, Colleen Hoover hat da irgendwas hingeklatscht, um da irgendwas an Gefühlen erzeugen zu wollen. Und sondern die Texte haben mich wirklich bewegt und ich fand es toll und ich schreibe ja gerne auch selber Texte und gehe gerne zu Poetry Slams und das war ein absolutes Pluspunkt und hat mich sehr bewegt und hat mir auch Spaß gemacht. Geht's weiter mit der Reise zwischen Laken und Will. Die beiden sind nur ein Liebespaar, ihr Freundeskreis vergrößert sich, sie können ihre Liebe ausleben und wir kriegen das Ganze im zweiten Teil von Laken liebt Will aus Wills Sicht diesmal erzählt, also aus Wills Perspektive und es hat mir ganz eigentlich noch mehr Spaß gemacht, als es aus Lakens Sicht zu sehen und Will ist mir noch sympathischer geworden. Ich konnte ihn endlich besser verstehen, warum er gewisse Dinge gemacht hat, was bei ihm im Kopf vorgegangen ist, denn das Ganze war im ersten Teil nicht immer so ersichtlich. Er hat sich natürlich toll benommen, wie so ein Held, den wir natürlich alle gerne hätten und auch teilweise haben. Und das Ganze fand ich einfach toll und hat Spaß gemacht und
es geht halt weiter mit Neckereien und dann im dritten Band erzählt nach der Hochzeit, erzählt er dann nochmal aus seiner Sicht, wie er das eigentlich empfunden hat, was bei ihm beim ersten Treffen losgegangen ist. Und das fand ich von Colleen Hoover perfekt gewählt, denn man hatte nicht das Gefühl, die Geschichte wird ausgeschlachtet, sondern nein, es war wirklich interessant zu lesen, was hat Will sich dabei gedacht, als sie sich am Anfang kennengelernt haben. Warum wollte er sie sofort um ein Date bitten, was ja sehr untypisch ist? Warum war er so, wie er ist und hat sich so benommen, so direkt? Und das hat am Anfang bei mir so ein bisschen Fragen aufgeworfen. Okay, ist mir zu viel, als ob der die direkt küsst und so hin und weg wäre. Aber die Gedankengänge dahinter waren total spannend und haben das Ganze nochmal rund gemacht. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Welcher Band hat euch am besten gefallen? Ging es euch wie mir, dass ihr erst dachtet, wow, viel zu viel Denver Clan trifft, GZSZ, viel zu unwahrscheinlich? Oder konntet ihr euch gut darauf einlassen? Und wer ist eure Lieblingsnebenfigur? Da konnte ich mich auch nicht entscheiden, weil diese Figuren einfach alle so scheiß sympathisch sind. Ich möchte mit allen befreundet sein, sei es der kleine Bruder, der rückwärts spricht, sei es die verrückte Nachbarstochter von nebenan, die einfach das Herz auf der Zunge trägt und super direkt ist und total bekloppt, wie teilweise alle. Und es gibt ja noch mehr so süße Anekdoten wie Zuckerbad oder Zuckerstück und Säurebad. Ein Spiel, das sie spielen, wo sie das Highlight vom Tag erzählen müssen und das, was schlecht war. Das sind einfach süße Sachen, wo man denkt, ich will jetzt dabei sitzen und auch mit einer Pommes nach diesen kitschigen Pärchen schmeißen und erzählen, was bei mir so los war. Und ja, ich wäre am liebsten, ja, schon, ich würde gerne in dieser Straße wohnen. Ich will ja nicht mehr dann Will ausspannen, das brauche ich ja gar nicht. Ich möchte einfach mit denen am Tisch sitzen, keine Burger essen. Wer die Bücher gelesen hat, weiß warum. Und einfach ein Teil davon sein, mich aufs Sofa lümmeln und einen Fresstag oder einen Fresssonntag zusammen mit Laken machen, denn jeden Sonntag gibt es bei ihr Filme und Essen. Das machen mein Freund und ich auch schon gerne jetzt regelmäßig sonntags. Und ja, warum nicht das dann mit denen machen, ne? Kommt schon, seid ihr bei mir, versteht ihr, was ich meine? Das war mein erstes Spoiler-Video, wo ich einfach frei schnauze, ohne Skript. Ich hätte mir vielleicht eins machen sollen. Das werde ich dann sehen, wenn ich das schneide, das Video. Ich hoffe, es kam trotzdem rüber, was ich sagen wollte. Obwohl ich mir kein Skript gemacht habe und einfach frei schnauze geredet habe, was mich an dieser Geschichte berührt hat. Ich hoffe, es hat sich nicht zu sehr wiederholt. Wenn ihr Lust habt und es schon gelesen habt, lasst mir eure Meinung da, denn deshalb mache ich dieses Video. Also nur aus egoistischen Gründen, um mit euch in Austausch zu gehen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, diese Geschichte zu lesen. Und ich werde sie so vermissen. Ich werde alle so vermissen. Also schreibt mir, was hat euch gestört? Was hat euch gefallen? Welcher Nebencharakter fandet ihr toll? Wie ging es euch mit der Geschichte um Will? War das erstmal auch gewöhnungsbedürftig für euch, sich an diesen Mann zu gewöhnen, der einfach so handelt, weil er verliebt ist? Oder hat euch das auch sehr berührt und bewegt? Lasst es mich wissen und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten oder am besten konstruktive Kritik da lassen. Da freue ich mich. Und ja, bis bald.